Willkommen zurück bei Let's Play Innozume 11 Freundschaftsspiele. Allerdings, das ist jetzt kein regulärer Let's Play Pod, was ihr vielleicht schon am Titel lesen könnt, sondern ein spezielles Video für Let's Push You, der gerade einen ziemlich interessanten Wettbewerb laufen hat, namens Let's Tube. Das Ganze ist, soweit ich das erfahren habe, ein Wettbewerb für eher kleinere Let's Player, um sie ein bisschen bekannter zu machen, und ich weiß gar nicht, was es da genau zu gewinnen gibt. Ruhm, Reichtum, Macht, Frauen, keine Ahnung. Aber darum geht es jetzt nicht direkt, sondern ich habe mir gedacht, da ich doch schon ein Weichen-Let's Player bin, so gut 1,5 Jahre und auch schon etwas über 500 Videos hochgeladen habe, dachte ich mal, ich mache mal ein bisschen mit und versuche mal mein Glück. Und rausgesucht habe ich mir da, ups, das wollte ich nicht, falle ich gleich mit der Tür ins Haus, rausgesucht habe ich mir da nämlich ein Spiel, das vielleicht nicht so ganz bekannt sein sollte, auch wegen der Grafik, ist es nicht gerade so das bekannteste, nämlich das ist Innozume 11. Das Ganze ist ein Rollenspiel-Fußball-Mix, was sehr, sehr, sehr episch ist. Das hatte ich schon letztens als Projekt am Laufen. Und wie ich schon gesagt habe, machen wir jetzt die Freundschaftsspiele. Wie man sich denken kann, das ist einfach nur ein Fußballspiel. Und da spiele ich mal, passend zu meinem Namen, gegen Otaku. Tja, wie das Ganze dann so sieht, das ist das, werdet ihr dann schon sehen. Ich werde einfach mal stinknormal weiter kommentieren. Ich tue einfach so, als wärt ihr gar nicht da. Das eh relativ einfach ist, denn ihr seid ja nicht da. Und ja, da würde ich mal sagen, viel Spaß bei meinem Freestyle-LP. Wir spielen mit dem Story-Modus-Team und beginnen das Spiel. Also gut, beginnen wir mit dem Spiel. Danke, Sylvia. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Spiel. Es wird wahrscheinlich 10 bis 15 Minuten dauern. Ich werde dabei noch ein bisschen was zu mir erzählen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber ich denke, das Match wird schon spannend genug werden. Dieses Mal verlieren wir nicht, ey. Wenn ihr auf schmutzige Tricks verzichtet, kann es ein gutes Spiel werden. Ramen vs. Otaku. Hier sehen wir dann unsere Spieler. Das Ganze zu erklären, wer was ist, das ist ein bisschen zu viel für so ein normales Video. Wenn euch das Ganze interessiert, würde ich euch sehr gerne empfehlen, meinen Let's Play dazu anzugucken, wo auch der nächste zweite Teil startet. Und jetzt nehmen wir dann unsere Gegner. Namens Computer, Manga, Online, Arcade, Gamer, Robo, Hero, Novel, Train, Cosplay und Idol. Tja, wie gesagt, das ganze Spielprinzip ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, da es doch etwas strategisch ist. Aber ja, wir fangen einfach mal an. Ich spiele mal ein bisschen nach hinten, da das doch die beste Taktik ist, wie ich öfters mal rausgefunden habe. Und es war ein Abseits. Awesome! Ich muss dazu sagen, kenne ich mit Fußball an sich gar nicht aus. Aber mir macht das Spiel schon wahnsinnig viel Spaß. Zumindest ist es ziemlich einfach zu kommentieren, da es ja doch ein Fußballspiel ist. Und es sind viel gemacht dazu zu kommentieren. Wo ich auch demnächst ein... Komm schon, komm! Lauf, lauf, lauf! Was magst du denn? Na egal. Ich spiele mir ein bisschen nach vorne, um etwas Zeit zu bekommen. Da kann der gute Eil mal den Ball catchen. Sam? Komm! Danke! Und? Fuck! Da war Cosplay ein bisschen flotter dran. Max? Oder auch nicht. Wallset? Komm schon. Grätsch dich mal durch Hero. Dam. Tja, wie gesagt, ich bin schon etwas länger im Let's Play Business drin, seit Anfang Februar. Und habe auch schon relativ viele Videos oben, aber ich bin nicht gerade so bekannt, da ich doch eher wieder ein Abseits. Das war geplant. Da ich doch nicht die bekanntesten Spiele zocke, da mein PC nicht gerade der beste ist und ich auch nicht gerade die beste Leitung habe, denn ich mache das Ganze mit erst einmal einer Blitzschwitzer. Ne, nicht mit Blitzschwitzer, mit einer DSL 2000er Leitung. Und man kann sich schon denken, das ist nicht gerade die beste Leitung, um da einfach mal so ein richtig geiles Video hochzuladen. Da mache ich mal den Tornado rückwärts, weil er einfach awesome aussieht. Und BAMS! Mit der Leitung was Größeres hochzuladen in der Originalqualität, ein neuestes Spiel ist. Erstens, der ist drin. Und zweitens, ist es nicht gerade so awesome. Deshalb habe ich doch eher auf DS-Spiele spezialisiert. Und da gibt es doch relativ viele, die mir so gefallen. Jetzt ist langsam interessant. Das Spiel ist auch lange nicht entschieden. Legt euch ins Zeug, Leute.
Wie ihr schon in meinem Namen vielleicht merken könnt, ich bin eher auf Anime-Games spezialisiert. Also in Richtung Naruto, Bleach, One Piece und dergleichen. Weshalb ich auch schon vor längerer Zeit mal das Spiel zu Inazuma Eleven entdeckt habe. Beziehungsweise ich habe das Spiel vor dem Anime entdeckt. Und das Spiel ist wirklich unglaublich geil, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist auch taktisch, also ich kann ja schon ein bisschen taktisch spielen. Wenn man mich meistens so zocken sieht, dann denkt man gar nicht, dass ich da teilweise mitdenke. Aber es ist so. Komm schon, Max. Und du stippst sie mal wieder. Und danke sehr. Jetzt die Halbzeit ist schon bald zu Ende. Mal gucken, ob er noch ein weiteres Tor reindonnert. Und jetzt nehmen wir mal den Spiralschuss. Bams! Und? Kannst du ihn aufhalten? Oh nein, diese Technik hasse ich. Gut, dass sie nicht geklappt hat. Hätte normalerweise mit seiner Wampe das ganze Tor weggedonnert. Was nicht gerade so awesome gewesen wäre. So, wir machen mal weiter. Wollen keine Zeit verlieren. Tja, so ist das eben im Fußball. Das Spiel ist auch lange nicht entschieden. Legt euch ins Zeug, Leute. Du wiederholst dich, Alter. Was gibt es noch zu sagen zu mir? Tja, ich bin, wie man sich vielleicht schon denken kann, ein ziemlich großer Anime-Fan. Seit 6 Jahren schon. 6, 7, ich weiß gar nicht. Danke. Für den Ball, du alter Gamer. Erstmal ab zu Sam. Da kann man also eine schöne Konfusion einsetzen. Da 3 doch ein bisschen zu viel sind. Aber die kann man relativ gut verwirren. So. Kann ich mich ein bisschen nach vorne pratschen. Gut, dass da keiner ist, das ist wunderbar. Komm schon. Ab zu Axel, einem meiner absoluten Lieblingsspieler. Und er donnert es mit einem Feuertornado rein. Und nochmal. Bums! Und geht er rein, geht er rein, geht er rein. Wird es ein 13-0? Ja! So sieht's aus. Awesome! Max, Max und Axel. Weiterspielen. Hätte nicht gedacht, dass das leicht ins Tor geht. Ha, das ist doch lächerlich. Erste Halbzeit ist schon um, da können wir nichts mehr machen. Aber ein 13-0 sieht doch ziemlich gut aus. Und weiter und Ende erste Halbzeit. Kann sich schon sehen lassen. Ja, genauso machen wir es weiter. Bis zum Schlusspfiff. Ah. Tja, das Schönste, wa? 3 Torschüsse zu 0, 7 Techniken zu 1 und 66% Ballbesitz. Right in your face. Machen wir mal weiter, mal gucken, ob wir dann 5-0 reinkriegen. Da wird dann das Spiel als Rang S markiert, wobei ich das eh schon als Rang S gepackt habe. Das sind doch nicht gerade die schwersten Gegner, aber um dazu ein bisschen zu kommentieren, ist es nicht gerade so das Schlechteste. Komm schon, Max, geh mal ran. Ja, die Steuerung, das ist ein bisschen schwierig, da ich das Ganze mit der Maus spiele. Jetzt wird's heiß. Müssen wir ein bisschen die Jungs abkühlen. Erst mit dem Flintenball. Danke sehr. Dum, dum, da, 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 da. Was gibt's noch zu sagen zu mir? Ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich bin ein ziemlich großer. Das ist sehr intelligent. Da, da, da. Bin ein ziemlich großer Anime-Fan. Schon seit 7 Jahren. Und ich weiß, dass man da nicht gerade so extrem viele Zuschauer bekommen kann. Vor allem, weil die meisten interessanten Spiele doch eher auf den DS sind und weniger von den aktuellen Konsolen. Und wenn es ein aktuelles Spiel auf einer aktuellen Konsole ist, dann ist es meistens nicht ganz so gut Let's Playbar wie zum Beispiel das neueste Naruto Game. Das ist doch eher ein riesiger Mix aus Cutscenes, wo ich nichts quatschen kann, und Kämpfe, wo ich mich konzentrieren muss. Das heißt, das ist nicht so gut Let's Playbar für mich persönlich, da ich ein ziemlich schlechter Zocker bin. Erstmal raus hier. Dann lassen wir mal den guten Sam eins reindonnern. Jetzt muss ich Hero ausweichen. Confusion. Hat nicht geklappt. Fuck. Tja, das liegt an der verdammten heißen Phase, die Jungs noch am Laufen haben. Das heißt, dass jetzt wahrscheinlich Axel übernehmen, wenn er vorbeiläuft. Das macht er natürlich. So. Grätschen. Müsste hoffentlich klappen. Danke. Ich bin doch ein bisschen zu überlevelt für die Jungs. So, das müsste per Ausweichen klappen. Schade, dass ich gerade wenig TP habe und es hat nicht geklappt. Wunderbar.
Das war geplant. Könnte es ein bisschen spannender machen. Aber Sam haut das Ganze schon wieder rum, indem er sich in herfinden ballt. Ja, das ist grammatikalisch richtig. Die heiße Phase ist vorbei und ich passe mal ab zu dem guten Axel. Und er dort rein mit Blitztrampolin. Die erste der zwei Techniken. Dann nutzt er den guten Jack und haut ihn rein. Es gibt auch im Spiel drei Techniken, die sind noch stärker. Aber da ist die gerade nicht. Fuck. Genius. Ja, erzählt er zumindest mal, dass er ihn echt mit seiner Wampe wegdonnert. Echt awesome. Der nächste Schuss geht garantiert ins Tor. Ja, genau so. Übrigens, den guten Idol habe ich selbst in meiner Mannschaft. Allerdings habe ich ihn gerade nicht eingesetzt. Da kann man übrigens nicht nur seine eigene normale Mannschaft, die Shremit Junior High, einsetzen, sondern auch. So geht's auch. Das nennt man Skill. Gott, wie billig das Tor war. Naja, drin ist drin. Weiterspielen. Hätte nicht gedacht, dass er so leicht ins Tor geht. Ich auch nicht, aber er ist drin. Ha, das ist doch lächerlich. Lächerlich ist höchstens mal deine Friese. Ich weiß echt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wollte das Ganze eher so als kleines Mix als normales Let's Play ein bisschen was über mich zu erzählen, aber ich glaube, da weiß ich jetzt gerade wenig, was ich noch erzählen kann, weil ich mich nicht vorbereitet habe, weil ich gar nicht so gut wie nie mache, da ist das Ganze doch relativ faul. Awesome. Da ich das Ganze doch so gut wie immer einfach mal spontan mache, also ich habe jetzt keinen Plan gemacht, was ich dazu jetzt quatschen soll. Finden wir. Danke, lieber Train. Man kann auch zu dem Spiel ziemlich gut singen, das ist auch ziemlich praktisch. Und, ne, Max macht das nicht, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Komm schon, Nathan, fuck. Nathan, komm, du hast auch gute Techniken drauf, die will ich auch noch zeigen. Damit es nicht zu eintönig wird. Denn ich habe echt das Problem, dass Max ziemlich stark ist und da wird es immer ziemlich einseitig, da meistens er die Torschüsse macht. Und das war ein Foul. Und ich glaube, ein 5-0 wird es nicht werden, da die zweite Halbzeit jetzt zu Ende ist. Oder noch nicht ganz, aber bald wird sie zu Ende sein. Meistens ist es bei der 30. Minute rum. Also hier mit dem Ball. Und wir beenden das Spiel. Mit 4-0. Könnte schlechter sein. Ja! Das war's. Wir haben gewonnen, Leute. So ein Murks. Das kannst du laut sagen. 6 Torschüsse zu 0. 12 Fertigen zu 4 und 52% Ballbesitz. Wieder ziemlich demoniert von meinen Superstürmern Maxl und X. Max und X, nicht Maxl und X. So, wir kriegen einen Haufen Erfahrungspunkte. Wunderbar. Reicht aber für kein einziges Hochleveln. Hier sehen wir übrigens meine ganzen Spieler, die ich gerade in der Mannschaft habe, plus einige auf der Ersatzbank. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch schon. Was für ein tolles Spiel, Marc. Sag Bescheid, wenn ich mal wieder ein Match organisieren soll. Das kannst du danach machen. Erstmal sage ich mal danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt euch dieses kleine Freestyle-LP gefallen. Ich weiß, es ist nicht gerade das geilste Spiel ever. Aber mir macht es übelst viel Spaß, ich kann dazu gut kommentieren. Und ich denke doch, dass ich mir jetzt von meiner besten Schokoladenseite gezeigt habe. Also sag mal, wie gesagt, danke fürs Zugucken und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao.